Und ja, von hier aus sehen wir nochmal die große Hülle, also den Baum, den wir unten in der Schandstadt betreten können. Der steht übrigens auch noch auf unserer To-Do-Liste. Du bist jetzt reanimiert und angreifbar. So. Ja, man merkt, das Silberschild ist toll. Die kommen kaum durch meine Verteidigung durch. Dafür hau ich sie weg. Wie nichts Gutes. Ja, das macht mir Spaß. So. Hey, Fremd, ich habe was zum Fressen für dich. Gegenstand verkaufen. Nämlich. Dumm. Schade, dass man hier nicht hin und her switchen kann. Also erstmal ein Falchion. Und dann wollen wir ganz nach unten zu den Schilden. Rot-weiß Schild und noch ein rot-weiß Schild. So. Gut. Leuchtfeuer rasten. Und jetzt wollen wir hoch. Hier hoch. Hier hoch. Und hier hoch. Zurück durch die Kirche in Zents Festung. Und dort den Käfig wieder hochnehmen. Zur Passage nach Anolondo. Dafür einmal durch den Bezirk der Untoten. Unsere drei Freunde töten dabei. So, einer tot. Zweiter hat ein Langschwert bei sich. Nummer drei ist auch hinüber. So. Einmal hier lang. Leuchtfeuer kurz rasten. Und auf in Zents Festung. So, die Schlangenmenschen ausschalten. Genau, komm, stell dich mittig. Da bist du nämlich schon mal weg. Und dein Kumpel bräuchte ich noch. Da, genau. Nein, nicht wegspringen, das ist unfair. Genau, gegen mein Schild schlagen. Oh. Oh, das hätte jetzt Aua machen können. Mach was? Ja. Nicht wegspringen. Sterben. So. Zum Glück geht's ja jetzt ziemlich schnell durch Zents Festung. Wir müssen nur gucken, dass wir sicher ankommen. Nein, das war nicht gut. Also an der Stelle fliegen die Pfeile teilweise echt, wie sie wollen. Ja, von hier aus ist Treffen, glaube ich, besser. Ich bin ja immer auch der Meinung, dass irgendwie die Pendel die Pfeile umlenken. So, klatsch unten auf und stirb. Bitte. Danke. Jetzt du noch.
So, wirst du von dem Pendel runtergeschmissen? Ja. Aber wir auch, wenn wir nicht aufpassen. So. So, und durch. Und ab in den Käfig. Ja. Sens Festung wäre damit endgültig gecleared. Also wir haben wirklich alles aus Sens Festung geholt, was wir holen konnten. Einschließlich der Sachen vom Händler. Gut, wir könnten immer wieder den Benerike-Ritter da unten töten und versuchen, Scherben abzufarmen. Aber das ist dann auch auf Dauer auch ein bisschen blöde. Zumal der nicht keine hundertprozentige Drop-Chance hat. Oh, eine große Scherbe. Dankeschön. So. Auf nach Anor-Londo. Die Sequenz überspringe ich mal. Oh, 500 Seelen für was weiß ich. Vielleicht ist die eine Schlange, die wir geaggrot hatten und runtergefallen ist, jetzt gestorben. So, Sentinels lasse ich mal Sentinels sein. Sondern ich gehe jetzt erst einmal zum Leuchtfeuer meines Vertrauens hier und logge mich dort ein. Genau dieses Leuchtfeuer. Und dann geht es erstmal zurück zum Riesenschmied. Zudem kommen wir ja jetzt mittlerweile ziemlich einfach, da ich alle Abkürzungen aufgemacht habe. Oh, ich will mitfahren. Dankeschön. So. Dumm. Und ja, ich muss immer noch sagen, ich finde Anor Londo sieht sehr schön aus. Also es gefällt mir hier alles, wie sie das designt haben. Vor allem die hohen Mauern. Das finde ich krass. Ja, da oben waren wir übrigens. Ah, riesiges Bollwerk. Wobei das Dach da hinten offen ist. Hm. Aber da oben sind alles riesige... Mann, das muss wirklich... Dutzende von Leute gebraucht haben, um diese Mauern zu verteidigen. Wenn es überhaupt jemanden gab, der das so verteidigt hat. Aber ich glaube, wenn man ja weil hundert so Silberritter mit solchen Speerlanzen da aufgestellt hat, ist da nichts mehr hochgekommen. Erinnert mich jetzt gerade irgendwie an die Mauer aus Game of Thrones. Aber dazu will ich nichts spoilern, wer die vierte Staffel noch nicht gesehen hat. Solltet ihr unbedingt nachholen. So, die schalten wir aus, weil da ist sogar schon ein Batwing-Demon, der uns den Weg blockieren will. Und das ist nicht gut, wenn wir Sentinels im Nacken haben, während wir gegen den kämpfen. So. Ja. Genau, schlag mit deinem Schild zu. Und wir sind ungeschützt. Nein, sind wir nicht. Aber wenn wir gegen dein Schild hauen, beziehungsweise gegen deine Front, dann machen wir dir gar keinen Schaden. So, aber wir haben dich schon weggekloppt. Nur, dass du nichts droppst. Der Batwing hat sich wohl wieder auf seinen normalen Standort zurückgezogen. Also müssen wir uns nur um die da kümmern. Ja, komm, stirb. So. Ich würde gerne den Zauberstab wieder gegen meinen Talisman tauschen.
und kurz heilen. So. Und den zweiten Batwing auch ausschalten. Wow, der macht, die Attacke macht übrigens übelsten Schaden. Würdest du einfach sterben und nicht so viel herumhampeln? So. Hey, Großer. Forge, I can, Strong, I am, das klingt cool. Hast du noch was zu sagen? Nein, er sagt nur dasselbe wie immer. So, Gegenstand kaufen. 4 davon. Waffe verstärken. So. Er kann übrigens Ausrüstung umwandeln. Also, ja, er könnte mein Wasserschwert in ein Blitzschwert verwandeln oder den Langbogen. Und er könnte Bosswaffen machen. Aber das hier ist ziemlich viel Gespoiler in der Variante. Deswegen lasse ich das mal. So. Und ja, Bosswaffen macht er aus Bossseelen. Also von denen haben wir ja ein paar. Schon. Wie viele haben wir denn schon Bossseelen? Da müssten wir, glaube ich, 4 Stück haben. Oder nur 3? Nur 3. 1, 2, 3. Okay. Naja, viele kriegen wir auch, glaube ich, nicht mehr Bossseelen, die wir verwenden können. So. Jetzt geht's ab runter wieder in die Kirche. Nehmen wir eine kurze Abkürzung. Dumm, die dumm, die dumm. Und hier rein in die Kirche. Hier wieder die Frauen ausschalten. So. Die ich immer noch gerne one-hitten möchten würde. Oh, einer hat mich entdeckt und will mir ans Leder. Okay, gut ausgewichen. Na komm. So. In den Kopf. Okay, die haben ziemlich viel Movement, deswegen können sie meinen Pfeilen auch so gut ausweichen. Aber beim Schwert nicht. Oh, was hast du? Wurfmesser. So. Einmal heilen. Ich wurde zu oft getroffen. Und einmal durch die ganze Kompanie hier durchheizen. Ja, kommt mit. Oh, das sind jetzt aber viele. Wow, aber hinter mir will ich sie auch nicht haben. Ja, ja, kannst ruhig trinken. So. Es ist nur noch die eine da. Scheiße. Wow, das war knapp. Wo kam die dritte bitte schön her? Beziehungsweise die, die mich... Gott, haben die viele Wurfmesser dabei. Die, die mich gebacksteppt hat. Das war ja gar nicht schön. Das war eine wahrscheinlich von da drüben, hä? Oder war das die Wächterin hier? Nein, die Wächterin hier steht noch. So, die Wächterin hier stand noch. Gut,